Nein, könnt ihr nicht. Okay. Jetzt aber sollte es drin sein, oder? Ah, ich verstehe. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum ich selber vom Spiel nichts höre. Jetzt hört man nicht. Dankeschön, Dankeschön. Ich komme nicht an meine Box ran aus irgendeinem Grund. Das ist schlecht. Kleiner Augenblick, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wiederzusehen. So, ich muss mal ganz kurz hier externe Kopfhörer verwenden, bitte. Ja, das klingt besser. Hallo Tron, hallo, hallo. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen bei diesem exciting, bei dieser exciting Folge. Denn wir werden reingehen in den Endkampf und wir werden auch nicht lange fackeln. Ich starte sofort rein. Wir gucken uns doch einmal an, dass wir auch alles haben. Und dann machen wir das. Dieser Kura, hello, 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 Kurakai, hi. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Der Stream ist heute etwas später, weil, also heute ist Feiertag, ne? Fröhliche Pfingsten und so, ne? Ich muss heute arbeiten oder ich darf heute arbeiten. Ich freue mich, weil Feiertagszuschlag. Und ich habe, hier in Düsseldorf ist die Büchermeile oder der Bücherbummel momentan. Und ich glaube, da habe ich im letzten Stream auch schon von erzählt, dass ich Bock habe, da hinzugehen nach dem Stream. Wir hatten aber nicht so wirklich, oder ich hatte nicht richtig viel Zeit dafür eingeplant und musste an demselben Tag auch noch später arbeiten. Was bedeutete, fehlt nur noch das Popcorn. Ja, Schatz, du kannst ja gerne Popcorn machen. Ich glaube, wir haben sogar noch welches. Auf jeden Fall wollte ich da hingehen, ne? Die haben heute zum Beispiel auch die Kühe dort gesperrt, aber heute ist der letzte Tag. Und ich war so, ich habe eigentlich richtig Bock, einfach drüber zu bummeln für so eine Stunde. Weißt du, nichts Krasses. Ich hatte jetzt auch nicht vor, viel zu kaufen oder so. Ich hatte mir so eine Liste an Büchern gemacht, die ich lesen wollte, aber da, ne, die man dann sucht, hat man da halt nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht ewig danach suchen. Also bin ich hingegangen und habe mir gedacht, komm, guckst du einfach mal ein bisschen rum. Ich habe für meine Oma zum Beispiel ein Buch gefunden. Ich habe ein paar andere Bücher gefunden. Aber ne, ich habe mir einfach die Zeit rausgenommen. Ich dachte, komm, ihr versteht das. Deswegen ist der Stream heute auch ein bisschen kürzer. Ich sage es nur vorweg, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich nehme an, dass wir dennoch das Ende von allem hier hinkriegen. Lass mal sehen. Können wir den? Den können wir nicht verkaufen, okay. Davon auch nicht, da haben wir letztens schon geguckt. Modifizierungen haben wir keine günstigen mehr. Hier sind wir voll, das ist gut. Ich mal ganz kurz ins Menü. Huch. Ich bin so aufgeregt. Einmal ganz kurz rein. So, wir haben Tragkapazität auf Maximum. Das haben wir immerhin hingekriegt. Und Munition haben wir, meine ich, für alles. Das letzte Mal auch nochmal geschaut. Ich gucke trotzdem nochmal, man weiß ja nicht. Ich habe ja hier... Guck mal, hier kann man sofort nochmal mehr machen. Ich weiß zwar nicht, ob wir das überhaupt benutzen werden, aber... Better safe than sorry. So. Oh, Kurakai! Schon seit 2 Monaten! Müsste da nicht auch noch, da muss ich auch noch einen Alert für reinbauen, oder? Wir hatten es ja letztes Mal von Alerts. Muss da nicht, kann man da nicht auch einen Alert machen? Wisst ihr, wie diese Alerts heißen? In diesem Fall dann? Warte mal, Modifikation, nee, dich will ich nicht modifizieren. Hier noch was Krasseres drauf. Ich glaube nämlich, wir werden verderbnismäßig ordentlich auf Maul bekommen. 17. Okay, wir haben die krassesten hier schon drauf. Das ist schon mal gut. Kam gerade. Also der Alert kam gerade. Okay, kam er? Weil ich habe ihn nicht gesehen oder gehört. Oh. Also ich sehe, dass er oben in Aktivitätsfeed drin steht. Und ich sehe, dass er im Chat steht. Doch, doch, er war da. Okay, sehr gut. Dann ist der Ton. Aber der Ton ist doch... Okay. Wenn ihr auch einen Ton gehört habt, ist das gut. Ich weiß nicht, vielleicht... Jetzt, da wir das umgestellt haben mit OBS, kann ja auch sein, dass ich jetzt nicht mehr die Sachen höre, aber ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ihr hört das. Ne, das hatten wir auch bei The Night of the Rabbit. Ich liebe den Soundtrack, aber...
Hast du nichts von. Ganz ehrlich, was kann ich hiermit eigentlich noch machen? Nichts, oder? Wir haben so viele davon gefunden und nur ein Schloss gehabt. Ich glaube, da wurde beim Verteilen des Loots an die verschiedenen Gegner nicht ganz drüber nachgedacht. So, wir tun das, was das Spiel von uns möchte, seit 5 Folgen? Mit Ton. Okay, sehr gut. Gut, dann habt ihr das gehabt. Sehr schön. Das ist die Hauptsache, dass ihr Ton habt. Ich musste Night of the Raven hier ohne Ton spielen, das meine ich. Pass auf. Wir machen noch ganz kurz einmal ein Save. Ach nee, ich habe den letzten Save eigentlich schon gemacht, ne? Genau, ich bin ja nochmal rausgegangen zum Feuerchen. Hier kann ich ja nicht speichern. Das heißt, wir starten rein. Doch. Ich möchte. Let's go. Ich blende mich mal aus. Da kommt bestimmt was. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ach, jetzt kriegen wir noch einen Fertigkeitenpunkt, schön. Du kannst das umstellen, dass du den Ton auch hörst. Okay, werde ich mir nochmal angucken. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Das Antlitz der Vernichtung. Na dann. Mal rein in den Schmarrn. Ich hoffe, du fühlst dich bereit. Ich fühle mich nie bereit. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Mm-mm. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Holy shit. Och nö. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Für mich war es ein cooler Moment. Ja, du, es ist ein cooler Moment. Aber ich bin schon aus Prinzip niemals bereit. Na, weiß ich nicht. Ja. Okay. Ah. Schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Nicht dieses Mal, mhm. I hope. Ich hab schon Bock, so ist es nicht. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Willst du weglaufen? Achso, ich sollte vielleicht gucken, was ich für Pfeile gerade drin habe. Gut vorbereitet. Für mich ist der Schaden egal. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche.
Ich habe keine Schwäche. Hör mal auf hier. Aber ich nehme mal ausnahmsweise mal wieder Schaden. Sekunde. Ich wollte mich wieder einblenden, damit ihr auch was seht davon, von meiner Verzweiflung. Ah, das macht Laune, jetzt mitzufiebern. Frozen Wild spielst du dann aber auch? Ja, wir spielen alles. Wir spielen das ganze Ding. Wir spielen auch Forbidden West. Safe. Warum sehe ich mein... Ich wollte gerade sagen. Warum sehe ich mein eigenes Heil-Dingens nicht? Ich habe das Gefühl, es ist langsamer als sonst. Aber er brennt nicht. Kann das? Ah, er brennt nicht. Gut, dann Kopfschuss, würde ich mal sagen. Okay. Er kämpft mit irgendwas anderem, aber ich weiß nicht, was das ist. Womit kämpft er denn da, Schönes? Lol, ist er dem gerade ausgewichen? Wehrt er die alle ab? Ich schieß doch auf den, was soll das? Hä, Moment. Moment. Da nimmt er wenigstens Schaden. Ist mir egal. Sieht mich doch nicht, ob die Brücke das aushält. Okay, so viel Schaden, wie ich mir gewünscht hätte. Wow. Nimmt er nicht. Aber besser. Ich bin der Auserwählte. Halt dein Maul. So sollte es nicht sein. Nein. Wir fangen jetzt nicht an, Mitleid mit dem zu haben. Der war kacke zu uns die ganze Zeit. Auserwählt. Hades wählte dich, weil du ein Dummkopf bist. Lol. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach. Das ist aber leider nicht alles gewesen, wahrscheinlich, ne? Ich wollte gerade sagen, der ist besser ganz tot. So richtig tot. Kein Platz mehr. Ist egal. Wir nehmen mit, was wir nehmen können, Ada. So, wir müssen hier aber weg, kann das? Ja gut. Ist okay. Kann man so machen. So, einmal looten. Kein Stress, kein Stress. Ich hätte auch von hier oben kämpfen können, ne? So war mir fast. Da kann ich nicht hin. Wo willst du denn? Begib dich zum... Okay. Bisschen eh in die andere Richtung entspannt. Ich kann mal ganz kurz... Ich kann gerade nichts herstellen. Nein. Ich habe nicht genug Lohn? Damit kommst du jetzt? Ich hatte nie zu wenig. Okay. Wir kriegen das hin. Wir haben noch andere Sachen mit Feuer gemacht. Ach so. Boah. Ja, komm. Hier liegt schon alles, was ich haben will. Gib ihn. Wo ist er denn? Da ist ein Mitstreiter. Wo sind denn Gegner? Ach, direkt auf ihn? Fällt ihm ein. Werde ich gerade von der Seite auch abgeschossen? Ah,
die lädt automatisch nach. Das ist das, was auf mich zufliegt. Ich war gerade so, hä, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Lass mal los. Was ist hier? Okay, mal ganz kurz runter. Andere Seite. Okay, hier wird wirklich... Hier wird stark für uns gesorgt. Das finde ich schon mal gut. Okay. Solange ich mich auf einen nach dem anderen konzentrieren kann, ist das schön. Da habe ich gar kein Problem mit. 46 Stufe erreicht. Ja, gerne. Süden. Sie kommen von Süden. Süden? Wo ist Süden? Süden da? Das macht Sinn. Ich bin tatsächlich getroffen. Faszinierend. Schön. Warum? Aua. Okay, ist ja gut. Kindchen, wenn du das sagst, bin ich bei dir. Okay, der ist weg. Soll er doch angreifen. Arsch. Hey, das war gemein. Ja, soll er doch. Ah, gleich habe ich keine Deckung mehr. Oh, aber ich kann seine abwehren, habe ich gerade gesehen. Das ist ja cool. Nee, da ist noch einer. Verzeihung. Ach so, oh lol, die habe ich gar nicht gesehen. Was macht ihr denn hier? Hört mal auf jetzt hier. Ich war so mit dem Todbringer gerade beschäftigt. So. Der hat sich aber jetzt alleine verabschiedet. Ey, Moment mal. Geh weg, komm. Genau, geh dahin. So ist fein. Ich mag das Ding. Ich würde es benutzen. Normalerweise wäre mir das zu weit. Ah, okay. Ich kann ja auch nicht wegnehmen. Das ist gut. Ach so. Kann ich looten? Hier, das wäre noch ganz gut. Wenn das schon hier rumliegt. Guck mal, komm ins Menü. Ich kann ja noch mal ein bisschen was machen. Drücke und menschliche Gegner. Nee, das ist eigentlich uninteressant. Stiller Sprint. Starker Schlag. Ja, komm. Wer weiß, ob wir den heute brauchen, aber ich glaube, das noch am ehesten von allen. So, und unendlich Munition. Wann haben wir das denn mal? Westen? Okay. Auf Nahdistanz sind die auch übel. Ja, soll er ruhig. Ich versuche jetzt gerade erstmal den kleinen Scheiß wegzumachen. In der Vermutung. Hey, was machst du hier? Geh mal. Geh mal bitte woanders hin. In der Vermutung, dass ich damit jetzt besser Schaden mache und die nicht angelaufen kommen und mir Nahschaden machen. Fernschaden ist fine for me. Damit kann ich leben. Ach so. Hallo. Wer schießt denn?
Aber gut, dass wir die Jungs hier noch verteidigen müssen. Kannst du mal aufhören? Aua, okay. Ja, gut. Du bist auf Close Distance natürlich richtiger Müll, ne? Hör mal. Hör mal auf jetzt. Warum kriege ich Verderbnisschaden? Hallo? Excuse me. So, ich glaube, ich habe nichts, um Feuerschaden mehr zu machen bei denen. Das ist aber kein Ding. Komm, stirb. So. Ich muss mir gleich durchlesen, was ihr in der Gruppe, im Chat schreibt. Ich muss ihn gerade mal ganz kurz... So, jetzt sind es nur noch die Verderber. Ja, soll er. Soll er feuern. Könnte mich gerade nicht mehr jucken. Nicht weniger jucken. Bist du jetzt langsam mal... Ist jetzt langsam mal gut, mein Freund? Und kannst du mal bitte gehen? So. Ist da noch einer? Mann, ich mache hier meine Arbeit, okay? Ja, einmal alle Gegner bitte, man sagte. Komm, nichts macht so viel Schaden wie er. Jetzt nimm das wieder in die Hand. Komm, jetzt nimm. Ach Gott, das ist nicht wahr. Was ist er denn? Excuse me, ich sehe dich nicht mehr. Du bist mir zu nah, mein Freund. Nicht so hoch gucken. Hör mal auf. Excuse me, was? Ich sehe ihn nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen bescheiden bei ihm. Hör mal auf jetzt. Okay, ich komme hier gerade... Oh, ich komme hier gerade gar nicht mehr klar. Der ist halt echt ekelhaft gerade. Muss ich mal ehrlich mit euch sein? Hör mal auf, jetzt damit zu schießen hier. Wag es nicht, das nochmal einzusetzen. Ich habe Nein gesagt. So. Ich muss eine Sache, muss ich mal ganz kurz nachgucken. Es tut mir leid, ich muss das mit dem Doppelfall nochmal. Drücke R1, okay. Beim Zielen. Stell dich doch nicht vors Tor. Also das war jetzt unsmart. Okay. Und was kommt jetzt? Aloy. Aloy. Ja, hi. Aloy.
der Urmutter du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf. Ich muss gehen. Okay, wir heilen uns erstmal, wie das sein muss. Ich lese ganz kurz, was ihr geschrieben habt. Forbidden West bin ich selber noch nicht fertig, weil ich alles erkunde. Forbidden West war sehr klasse, auch wenn das DLC Burning Shores etwas kurz war. Ich mag die Reihe eh sehr und freue mich, dass es eine Trilogie wird. Sehr schön. Sehr schön. Ja gut, wir machen uns auf den Weg, würde ich erstmal sagen, ne? Boah, aber es sieht hier schon brutal aus. Ich möchte eigentlich mal ganz kurz... Wir können nichts herstellen hier. Es ist einfach furchtbar. Aber das heißt, wir haben jetzt hier gekämpft. Und im Prinzip haben wir fast nichts dafür bekommen, ne? Das möchte mir das Spiel verkaufen gerade. Hier gehöre ich her, Aloy. Aber der Turm ruft nach dir. Ja, wenn ich mich nicht verlaufe. Aua. Ihr lenkt die aber toll ab. Hier ist aber, also ich muss sagen, zum allerersten Mal fallen mir grafisch hier ein paar Unfeinheiten auf. Kannst du mal aufhören, Freund? Wie? Wir haben gewonnen, alles läuft nach Plan. Oder höre ich den Gegner in meinen Ohren? Kämpfen oder weglaufen. Wir laufen nicht weg. Wir fangen nicht jetzt damit an. Maschinen. Ich werde die Herausforderung annehmen. Ein Mann drückt sich vor einer Herausforderung. Ruh dich aus. Okay, cool. Hat sie ruh dich aus zu der Maschine gesagt gerade? Ich finde gerade cool, dass wir so ein bisschen Heilzeug bekommen. Ich möchte nämlich so gut geheilt und gestockt hier reingehen, wie ich kann. Mich regt das gerade mit den Lohn hier wirklich auf. Also wir machen ja schon gut Damage, aber... Ach, wir können den hier auch nicht looten, aber schade. So, aber uns wird hier nochmal schön Zeug zugespielt. Das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir. Dann nehmen wir alles mit, außer das Reinholz. Ich glaube, davon haben wir wirklich genug. Wenn uns das ausgeht, dann habe ich wirklich mich verkalkuliert. Ich glaube, genau, wir haben 2775. I think we're safe. Ja, aber schon als sich die Reihe weiterentwickelt hat, habe ich mich sehr gefreut, deswegen. Es hat begonnen. Hades sendet jetzt. Um Himmels Willen. Was ein geiler Frame, though. Da waren also überall noch Todbringer, die einfach gemacht wurden. Oh Gott. Und das ist ja dann nochmal viel schlimmer. Ah ja. Okay, ich verstehe. Der braucht ja
Der muss sich ja erstmal vollladen, dafür braucht er Biomasse und die braucht natürlich viel mehr auf einmal. Hello. Hello Moonlight, welcome back. Wenn Hades das Signal abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Ja, ist durch die Verteidigung gekommen, schön für ihn. Ehrensgarde. Ich muss da hoch. Let's go, let's go, let's go. Fand's ein bisschen schade, dass da in der Cutscene jetzt nicht unser Outfit berücksichtigt wurde. Das war bisher in jeder Cutscene schon so. Die muss sehr früh geschnitten worden sein. So, wenn ich jetzt nicht runterfalle, alles gut. Dann sind wir safe. Boah, ihr wollt... Ja, ihr wollt mich auch einfach nur ärgern. Ja, dann geh doch weiter. Warum regt sie sich jetzt so auf? Und nach leicht hat auch keiner von uns gefragt. Nur warm? So. Ah. Hi, Friends. Aloy. Es ist Aloy. Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein. Der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hier bleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Ich sollte meine Vorräte aufnehmen. Also der Berg, ja. Letzte Chance. Okay, Spiel, danke. Kann ich nicht mitnehmen, okay. Kann ich mitnehmen. Wir sind stalked. Okay. Wo müssen wir hin? Hier hoch? Nee, warte mal, das kann es nicht sein. Hier hoch. Okay. Gut, das macht ja um einiges mehr Sinn. Immer gespannt, wie die hier hochkommen. Aber es macht schon Sinn immerhin, dass jetzt hier auch unsere Leute am Start sind, die Bock haben. See, Arena's calling, ja? Du willst mich da haben, Spiel, I see. Oh. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Ah, wir sind die Einheit, interessant. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Oh nee. Aber muss es ihn nicht beunruhigen, dass er zwar berechnen kann, dass wir hier sind, aber nichts dagegen tun kann, dass wir hier sind? Das würde mich jetzt eigentlich interessieren. Also erstmal, du hast Schwäche. Ne, habe ich ja richtig. Okay. Aua, 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 aua. Und das ist Schlagschwäche. Okay, dann machen wir damit erstmal. Hör mal auf, Nahkampfangriffe zu machen. Bist du doof? Genau, diese Beam wollte ich vermeiden. Aber aus irgendeinem Grund... Ach Gott. Aus irgendeinem Grund scheint der... nicht so viel Damage abzukriegen. Wie der andere. Och Gott. Vor allem, dass er sich jetzt bewegt, hilft halt wirklich null. Kann es sein, dass er nicht aufhört, überhitzt zu sein? Das finde ich schön. Dann machen wir doch das zuerst mal.
Erstmal Überhitzung einleiten und dann mal gucken, was er da noch macht. Ich frage mich gerade, Moment, ich muss mal ganz kurz im Inventar was wechseln. Ich frage mich gerade, was mehr Schaden macht. Ich glaube, die Explosionsgeschosse wären nämlich jetzt ganz gut. Dafür muss ich aber drauf kommen, was ich ausrüsten muss. Ich habe die ja nicht vorbereitet, um die jetzt zu lassen. Na, so, das ist der Seilwerfer zum Festbünden. Das war dieser. Wo sind denn... Das hier. Aber das hat Elektro. Was hat denn den höchsten Damage-Schaden bei uns? Das hier, genau, das dachte ich mir schon fast. Würde ich die gerne einmal ausrüsten. Die sind zwar schön. Das habe ich mir vorgestellt. Die sind zwar scheiße zu zielen. Also die sind wirklich mies. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit gutes Damage machen, ist höher. Ich will halt vor allem die Geschütze ausschalten, ne? Was ist das mit den 9,22? Müssen wir in der Zeit den platt machen? Ich hoffe nämlich nicht. Ich dachte, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Keine Munition mehr, kein Problem. Wir haben noch andere Munition. Ich dachte, wir hätten eins ihm verlieren lassen. Kannst du, dass sie kein Damage machen? Doch. Du hast noch 9 Minuten, das ist euer Ernst jetzt? Ich hasse das auf Zeit. Das ist genau das, was ich nicht machen wollte. Ich habe mich so gefreut auf diesen Kampf. Mach doch jetzt nicht so einen. Ist doch richtig mies. Das möchte ich nicht. Ja, okay. Müssen wir jetzt wohl oder übel aufs Ganze gehen. Du hast eine generelle Schwäche von Feuer und Elektron. Okay. Ich habe jetzt noch nicht mit dem gekämpft, aber... Das hier. Das dachte mir nämlich schon fast. Der ist ganz nice, aber der macht nicht so viel Damage, wie wir bräuchten, ne? Also irgendwas mache ich taktisch gesehen Unkluges. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, was von den ganzen Sachen, die wir gerade ausprobieren haben, es ist. Okay, aber das heißt, ich habe keine effektive... Munition, das heißt, ich muss andere nehmen. Verdorbenen schlagen wieder zu. Aufpassen! Sie dürfen uns nicht überrennen! Warte, da sind noch mehr? Och nee, komm. Hör doch auf jetzt hier. Es war wirklich das Letzte, was ich jetzt brauche, dass das Spiel mir noch eine Zeitvorgabe gibt.
Jetzt wird's wenigstens wieder alleine. Immerhin. Beseitige! Der Todbringer hat dich im Visier. Es braucht schon mehr, um mich aufzuhalten. Wann fällt dieser Scheiß auch mal ab bei ihm? Nein? Okay. Okay. Ich hatte halt einfach vor, mir eigentlich mehr Zeit für den Kampf zu nehmen. Also ich dachte halt einfach, komm, wir haben ja keinen Druck, wir machen ganz entspannt, wir probieren noch ein paar Sachen aus. Ich habe ein paar neue Sachen bekommen. Das macht aber kaum Damage. So gut wie nichts. Das macht gar nichts. Ich probiere gerade was aus, was Leander mir geraten hat. Diese gelben Sachen hier. Ah, okay, verstehe. Okay, alles klar. Ich habe die gar nicht gesehen. Okay. Muss gleich mal gucken, was das Problem war bei mir. So, jetzt ohne Schutz ist natürlich richtig mies. Ich mal ganz kurz ein bisschen hier raus. Also Leander meinte, an den Füßen sind so Sachen, die ich abschießen muss. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt hier im First Try schaffen. Ich habe halt ein konkretes Nein-Gefühl. Aua. Also hier die gelben Sachen machen irgendwie kaum Damage. Okay, jetzt. Und das genau das, was ich jetzt brauche, kann ich nicht herstellen. Okay. Set. Und auch davon habe ich keine mehr. Ich kann es noch schaffen, ich glaube nicht. An sich ist es gut schaffbar ohne Stress. Ja, eigentlich schon, aber alleine, dass das Spiel mir ein Limit gibt, das finde ich doof. Das finde ich einfach unnötig. Weil das brauche ich halt wirklich nicht. Und es ist egal, ob das 20 Minuten sind oder eine Stunde. Feuerpfeile, Overheat. Hast du gerade gesehen, als du es hingelegt hast, hat er Schwachstellen offengelegt. Ja, diese gelben Sachen halt, ne? Abrissmunition nimmst du nicht sehr gerne, oder? Habe ich ja versucht. Hat ja nichts, ist ja nicht passiert. Also außer bei den gelben Sachen. Ich habe halt gesehen, die haben keinen Schaden gemacht. Die haben halt nicht dafür gesorgt, dass Sachen abgefallen sind. Also habe ich die weggepackt. Ich wollte aber gerade kurz andere Sachen noch reinpacken. Und zwar hier. Weil wenn er sich bewegt... Ich meine, ich habe jetzt eh nicht mehr viel Auswahl. Wenn er sich bewegt, können wir das natürlich probieren. Warum? Komm. Warum geht er da drüber? Ja, das ist schön. Aua, ich hänge fest. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, was diese... Warte mal, wo war ich denn gerade eben? Was diese ganzen Fässer hier sollen, die alle so außerhalb sind. Mit denen kann ich ja gar nichts anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Lauf doch mal ein bisschen schneller, Kind. Okay, dann bleiben mir nur noch Elektropfeile. Haben wir? Oder er hat neue Verbündete.
Also diese gelben Sachen an den Beinen habe ich jetzt auch gesehen. Aber das... Ich habe das Gefühl, irgendwie Elektro macht dann bei denen nicht Schaden. Okay. Weil hier Abrissmunition. Macht halt nichts. Also da hat es jetzt ausnahmsweise mal was abgeschossen. Aber ich habe die ganze Zeit versucht, oben was abzuschießen. Und das ist halt leider nicht passiert. Hier, die kleinen Geschütze oder so. Das wollte ich eigentlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier, ne... dass hier irgendwie Schaden passiert. Und das mit dem... Ich komme da nicht dran. Was ist denn das? Ich komme da nicht dran. Ja, also wir... Huch, wir schaffen es auf jeden Fall nicht in der angegebenen Zeit. Das können wir knicken. Jedenfalls nicht bei diesem First Try. Zugegeben, das mit der Feuermunition ist natürlich jetzt richtig mies. Weil das genau das ist, was wir jetzt gebraucht hätten. Ja, aber wir kommen ja nicht zu ihm. Ah, guck mal, jetzt ist es abgefallen. Hat er lang genug gedauert, mein Freund. Lana meinte nämlich gerade, die fallen nicht ab. Wisst ihr, was ich doof finde? Ich versuche die ganze Zeit nebenbei, das mit den zwei Pfeilen zu machen. Aber das funktioniert irgendwie nicht immer. Ich glaube, ohne das Schildweberinnen-Outfit könnte ich den Kampf absolut vergessen. Okay, warte, das macht gerade keinen Schaden mehr. Das ist schlecht. Ich dachte gerade kurz, wir haben so viel Damage gerade ausgeteilt auf den Dingern, dass wir vielleicht doch eine Chance haben, ihn jetzt noch zu schlagen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du es verknicken. Also jetzt... Ich weiß halt nicht mehr, was die wo die Schwachstellen sind. Also ja, außer die Geschütze, aber an die zu treffen, ist schwieriger. Sehr viel schwieriger. Okay. Das war jetzt ein bisschen random. Alles fällt irgendwann ab. Jetzt, wo du besser weißt, worum es geht, schaffst du es bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Das Ding war ja fast tot. Absolut richtig. Aber ich hätte jetzt gern gewusst, was genau passiert damit. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir... Warte mal, hat er mich jetzt wirklich auf die Hälfte? Das finde ich jetzt doof. Ich hätte jetzt gerne nicht den Vorteil... Also ich hätte jetzt gerne den Kampf von vorne gestartet. Weil das hier ist jetzt schon ein bisschen räudig. Okay. Aua. Witzigerweise macht das ja... Oh, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja und? Okay, aber wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, dass das überhaupt passiert ist bis jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Alter, meine Verbündeten haben sich gerade eben so schön um die anderen gekümmert. Warum passiert das jetzt nicht mehr? Oh, der hier
Genau. Das, was er sagt. Ich würde den Kampf wirklich gerne von vorne starten. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Wenn die Göttin so will. Wenn die Göttin so will, Alter. Wir sehen aber zum ersten Mal, dass die Effekte auch bei unseren Verbündeten Place taken. So sehe ich halt leider gar nichts. Also, pass auf. Ich bin im Menü hingegangen, hab geguckt. Was muss ich drücken, damit sie zwei Pfeile einlegt? Da steht R1. Wir haben das jetzt die ganze Zeit gemacht. Es passiert nichts. Also, er macht keinen doppelten Schaden. Ich sehe kein doppeltes Gedöns. Ja, wir haben noch Zeit, wir kriegen das locker hin. Mach den mal nicht ins Hemd. Ich sehe wirklich nur einen Fall. Die ganze Zeit schon. So. Der ist tot. Gut. Kann ich ihn... Excuse me? Ich wollte gerade sagen, ihn kann ich doch bitte looten, oder? Das wäre jetzt räudig gewesen. Okay, den kann ich doch nicht looten. Ach Gott. Es kommt eh noch ein Kampf. Safe. So. Deswegen. Das haben wir erstmal gemacht. Jetzt hast du die Schwachstellen gut ausgenutzt. Ja. Ja, gut. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt, aber mein Problem ist halt, wenn so viel auf einmal passiert, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, wo eventuell Schwachstellen zu sehen sind, weißt du? Ich nehme die dann gar nicht wahr. So. Systembedrohung bevorstehend. Ich bin mehr als eine Bedrohung. Was hat sie denn erwartet? Dass sie sie mit offenen Armen empfängt? Hm. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Nice. Immerhin haben die alle so lange überlebt. Du hast dich besser angestellt als die letzten streamenden Personen an deiner Stelle. Du gleich zwei Versuche. Die letzten Personen waren mindestens 2 Stunden dran. Mindestens 1 Stunde, meinst du, ne? Ja, ist schon heavy. Ich hab ein bisschen Gänsehaut, Leute. Aber wir haben uns auch gut aufgerüstet. Wisst ihr, was ich meine?
Also, ihr wollt nicht wissen. Also, was heißt, ihr wollt nicht wissen? Ihr wisst, wie ich kämpfe ohne Vorbereitung. Wiederhergestellt, Gaia Protokoll, 3. Februar. Okay, Gaia, tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage. Wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage. Was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage. Was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Ich frage mich nur, hätten wir das schon vorher finden können? Okay, Leute, das war das Game. Das war der Endkampf. Leander sagt gerade, er hätte den Kampf gerne ohne Schildweberinnen-Outfit gesehen. I don't think so. Ich bin schon ganz dankbar dafür. Also ich glaube, ohne hätte es mich locker auch 2 Stunden gekostet. Ziemlich sicher. Also es war schon sehr viel Heilkram und so da. Das ist auch gut, weil nur dadurch, dass wir dieses Outfit hatten, konnte ich halt, ne, drauf scheißen, auszuweichen. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich gerne kämpfe. Ne, ich kämpfe zwar gerne auf Distanz, der ist ja jetzt auch nicht uns angesprungen oder so, aber natürlich mag ich es auch, Distanzkämpfe mit ausweichen. Ne? Moment, nach dem Abstand kam, kommt noch was. Ja, wir bleiben ja hier. Wir gehen ja nirgendwo hin. Ist ja alles gut. Einmal Zeit. Erstmal danke für alle, die daran gearbeitet haben. Unglaubliches Game. Auch schönes Ende. Bis jetzt jedenfalls, bis zu diesem Punkt, kann ich sagen schon mal, dass das Spiel auch ein gutes Ende hat, dass man sagen kann, man könnte es nach einem Teil halt beenden. Ne? Ich nehme an, damals wussten die noch nicht sicher, ob die einen zweiten Teil machen können. Ja,
Aber deswegen, also ich fand den Kampf okay. Ich hätte mich vielleicht vorher mit den anderen Waffen auseinandersetzen sollen. Und ich weiß nicht, wie es sein kann, dass gerade vor dem Endkampf uns auf einmal Lohn ausgehen. Ich habe nicht verkauft, ich habe nichts damit gemacht. Oder ich erinnere mich nicht, dass ich so viele verkauft hätte. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Hm. Aber sei es drum, wir haben es ja doch ganz gut hinbekommen. Ich hätte mich einfach von Anfang an auch auf die Geschütze oben konzentrieren können. Die haben ja für uns mit unseren Aufrüstungen, mit unseren Erweiterungen genauso viel Schaden gemacht wie die dedizierten Schwachstellen. Ich glaube, da stand 175 pro Treffer oder so. Und unten stand dann 160. Aber ja, gut. Es hat funktioniert. Ich mag halt eigentlich diese, zum Abriss von Sachen benutze ich halt sehr gerne die, hier sag schon, diese Sound, diese Ultraschallpfeile, ne, die diese Welle auslösen. Aber die bringen halt leider nichts, wenn du wirkliches Damage machen willst. Ne? Ich weiß nicht, wie viele wir alleine davon benutzt hätten müssen, um die Geschütze zu zerstören am Ende. Aber haben wir die Stelle... Kennen wir die Stelle, wo sie jetzt war? Das sah ja also von den Blumen und so, das sah so aus wie bei den Metallblumen. Das hätten wir eigentlich... Ich glaube, man kann das finden. Na, aber wahrscheinlich, wenn man es vorher findet, dann bringt das nichts. Sie sagt dabei nichts und ist alles nicht so special. Aber ich muss schon sagen, also ich bin einerseits froh, dass wir das Schildweberinnen-Outfit erst so spät gefunden haben im Spiel und nicht viel zu früh, weil ab dem Moment, wo wir das hatten, hat es so viel vereinfacht. Ich kann sehr gut verstehen, warum es im zweiten Teil nicht mehr drin ist. Ich kann das sehr gut verstehen. Das ist maximal OP. Also wir haben, glaube ich, lang genug gespielt ohne das. Dass es nicht langweilig war oder so. Ihr habt ja gesehen, es ist nicht mein Ding. Ich hätte mich trotzdem den Herausforderungen mit Brutstätten und so gestellt. Aber der Frustfaktor auf meiner Seite ist da natürlich sehr viel geringer. Und wir waren sehr viel schneller durch mit den ganzen Sachen, ne? Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, auch viel gespielt ohne das Schildweberinnen-Outfit. Also, ihr wisst quasi, wie es ausgesehen hätte. Ihr habt ja gesehen, wie es vorher war. Trinkt was, meine lieben Kinder. Ich muss schon sagen, ich finde es komisch, dass sie das als Abspann wählen hier gerade auch. Also durch so eine Brutstätte zu sliden. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn es irgendwie mehr so an den Teil der Stämme und so angelehnt gewesen wäre. Ja, aber also, ja, okay. Und eine Sache, die ich tatsächlich anmerken muss, und ich hasse mich selbst dafür. Ich bin jemand, der sehr genügsam ist mit Fehlern in Grafikdesign oder in hier Visual Effects. Also, ne, Sachen, die nicht mit praktischen Effekten gemacht wurden, sondern halt mit Visual Effects. Ich bin jemand, ne, wenn Leander und ich ins Kino gehen, 90% der Zeit, wenn er irgendwas sieht, was irgendwie scheiße animiert ist oder ne, wo ihm auffällt, dass es halt fake ist, ne, ich achte da nicht so sehr drauf, ich sehe es nicht. Also klar, wenn es so schlimm ist wie, guck gerne mal in Mord auf dem Nil rein, sehr cooler Film, by the way. Guck da gerne rein und nur die Landschaftsbilder. Es gibt so Zwischensequenzen, wo einfach nur die Location gewechselt wird und dann ist dann so ein ganz wide Shot von der Umgebung. Die sind brutal. Die sind brutal scheiße. Also da ist es selbst mir aufgefallen. Wenn es auf diesem Level ist, dann fällt es mir auf. Ich bin sonst sehr genügsam. Ich will es auch nicht sehen. So, und jetzt kommt leider dieses Spiel. Diese Explosionsstaubwolken am Ende. Was war denn das bitte? Ich dachte wirklich ganz kurz, was ist hier passiert? Also, die Stelle, wo angegriffen wird und der Sonnenkönig fragt uns, ob das Lagerfeuer sind. Erstmal hast du mal ein Lagerfeuer gesehen, aber andere Geschichte. Was
waren diese Explosionsstaubwolken, die da... Keine Ahnung, das sah auf einmal für mich aus, als wären das zwei unterschiedliche Games. Also von der Zeit der Entwicklung. Die anderen Sachen, dass das jetzt ein bisschen langsam abgespielt hat, die Zwischensequenz, dass sie so ein bisschen ins Stocken gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und auch da, wenn es mir auffällt, dann... Ich bin wirklich nicht jemand, der da mit Haarspalterei dran geht. Das Spiel ist großartig. Das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber es wundert mich, dass die bei dieser Endszene, die ja offensichtlich auch früher gerendert wurde, so nachgelassen haben. Ne? Fiel ein bisschen sad. Und ich hätte es cool gefunden, wenn man wenigstens eingebaut hätte, okay, du hast jetzt noch die anderen Outfits. Du hast auch das Schildwilderin-Outfit, aber du hast jetzt noch die anderen Outfits. Willst du die Appearance der anderen Outfits nehmen? Und dann für die Sequenzen hast du dann was anderes an, so wie wir es bei Hogwarts Legacies kennen. Und ja, diese Funktion gab es schon bei anderen Spielen zu dieser Zeit. So alt ist das Game hier ja nicht. Ne? Also da hätte ich das dann cool gefunden, wenn das dann auch konsequent durchgezogen wäre, wenn es diese Option gegeben hätte. Jetzt hier in diesem Fall kann ich natürlich verstehen, dass es gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Ne? Es fühlt sich nur so ein bisschen inkonsistent an, weil 99% aller Cutscenes, die wir hatten, alle Gespräche waren mit den Sachen, die wir halt gerade anhaben. Und dann kommen so zwei kleine Szenen, also ganz am Anfang zählt nicht, weil da konnten wir noch nichts anderes tragen. Dann kommt so ein, zwei Szenen und du denkst dir so, ha. Aber wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau. Und wir sind nicht die komplette Diva geworden, obwohl wir uns für die, in Anführungsstrichen, bösen, gemeinen Entscheidungen entschieden haben. Ja, wir haben ja immer die Faustentscheidung genommen, jetzt ausnahmslos. Ich fand das Outcome gut. Auch was sie gesagt hat zu dem einen Typen. Ich hoffe, bei keinem der Möglichkeiten hätte der überlebt. Ich kann auch sagen, ich bin sehr stolz irgendwie auf mich, weil ihr müsst überlegen, ich habe dieses Spiel geschenkt bekommen. Das muss sein, als ich aus Amerika wiedergekommen bin. Ich meine, als ich 18 geworden bin. Zu meinem 18. Also 2000. Our amazing cosplayers and fan artists, we love you. Ja, aber hallo. Ich habe schon so gute Cosplayer davon gesehen. Guckt mal bei, not sponsored, aber guckt trotzdem gerne mal vorbei. Bei Eos Andy. Der hat, ein paar sehr nice Shots. Da gibt es vor allem eine Cosplayerin, die sieht Aloy sehr ähnlich, finde ich. Sehr. Also sie hat nicht so ein breites Gesicht, aber ich finde, das passt trotzdem. Und die hat auch... Oh, wie heißt denn die eine? Ygritte oder so? Die aus Game of Thrones, mit der Jon Snow dann was zu hat. Thank you for playing, ja. Ne? Die hat da noch was gemacht und die sieht da auch super krass, wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Nee, aber was ich sagen wollte, ist einfach, ich habe es jetzt endlich mal gespielt. Überleg mal, wie lange ich gewartet habe. Also, was heißt gewartet? Ich habe mir halt nie vorm Stream, habe ich ja euch auch schon mal erzählt, ich habe nie vor dem Streaming mir Zeit genommen dafür, die Spiele durchzuspielen. Der Drive war nicht da. Weißt du, was ich meine? Aber wenn Leute wie ihr jetzt mitfiebern, ist das ein richtiger Ansporn. Und dann ist es auch für mich nur halb so schlimm, wenn ich irgendwo scheitere oder so, weil ich lache mich dann selber darüber kaputt. Und das ist ja auch Teil des Unterhaltungswerts. Ich muss mal ganz kurz was snacken, tut mir leid. Ne? Und die Geschichte? Ja, ich sag ja immer, Geschichten sind für mich der wichtigste Teil. Das ist der Hauptansporn für mich. Geschichten waren richtig gut. Wer auch immer hier, ich weiß, der Name kam gerade eben schon. Wer auch immer hier Dingens, wie heißt das Wort? Die Sammelquests gemacht hat und die Story dafür und sich da was überlegt hat. Shoutout, richtig geil. Genau das brauche ich. Wenn schon Sammelquest, ne? Dann wie hier ein bisschen weniger Objekte zu sammeln, generell, insgesamt. Aber dafür bei jeder Sache zum Einsammeln wirklich ein Vorteil.
wirklich ein Drop. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, ne, weil ja hier Koa Kai meint, ich schrieb mir auf Insta so, ja, wegen Krugsamen und so, muss ja eigentlich schon einsammeln, wegen bei Zelda jetzt. Genau, nicht so wie bei 900 Krugs, da haben wir gerade gestern oder vorgestern drüber geschrieben, dass es so viele Krugs sind und dass die ja auf die Taschen gehen. Und es ist mir auch beim Legacy-Stream, das ist mir dann so im Nachhinein nochmal eingefallen, Hogwarts Legacies hat das ja auch so gemacht. Die Quests, die du am meisten hast, die Rätsel, sind wirklich die Rätsel von Merlin. Und das sind die, die Auswirkungen auf deine Taschenerweiterung haben. Das ist mir nicht aufgefallen, bis wir die so exzessiv am Ende gemacht haben. Hat auch für mich keinen großen Unterschied gemacht. Bei so wenig Space in deinem Inventar entscheidest du dich einfach, du behältst nur die allerbesten Sachen, alles andere verkaufst du. Du hast ja nicht viel Auswahl. Und die Designsachen bleiben ja alle erhalten, das ist ja sowieso gut. Aber ich habe das erst jetzt gemerkt. Es ist, ja gut, ist ein bisschen enttäuschend von meiner Seite, aber du musst, also, dass sie das sich so voneinander abgucken, hätte ich nicht gedacht. Also das heißt voneinander, Legacies hat das bei Zelda abgeguckt. Aber lustig. Aber wirklich auch jetzt nochmal zum Schluss, wo wir die Sammelobjekte, hier diese VR-Dinger eingesammelt haben. Ich bin froh, dass ich die nicht abgestempelt habe, als hier kann man ja eh nur Screenshots machen. Ne? Ich bin froh, dass ich dem die Chance gegeben habe und wir diese ganze Background-Story von dem Jungen noch gekriegt haben. Hat jetzt keinen extremen Impact gehabt. Wir haben keine Special Voice Lines von Aloy, die sich darüber Gedanken macht oder so. Gar nichts. Aber egal. Es war trotzdem mega unterhaltsam. Es war voll gut. Hat mir wirklich was gegeben. Jetzt kommt noch der ganze Frozen Wildcast dazu. Obwohl wir das noch gar nicht gespielt haben. Schade. Ich dachte vielleicht, das würde sich noch aufteilen. Na, egal. Aber immerhin Zusatzstory statt stumpfes Sammeln. Ja eben, das ist das Ding. Gib mir Zusatzstory. Keine Ahnung. Hier, die Krugs könnte man, bear with me, die Krugs könnte man folgendermaßen aufziehen. Man könnte sagen, du sammelst die Krugs und für jeden Krug kriegst du einen Splitter von einem Video, von einer Story. Und die Story im Kompletten erzählt irgendwas über die Krugs. Das ist ja wirklich der simpelste Weg, das umzusetzen, ja? Oder du schreibst halt wirklich was. Horizon hat ja nur ein paar Voice Lines und der Rest ist halt, ich lese euch vor. Aber das, was ich halt wirklich meine, ist halt hier in dem Fall, also den Vergleich ziehe ich deswegen aus den Totems, die du sammeln kannst in Until Dawn. Du sammelst ja kleine Schnipsel, die alleine für sich gar nicht Sinn machen. Du kannst sie trotzdem abspielen in Reihenfolge, was witzig ist, weil, ne, du wirst daraus am Anfang nicht schlau. Aber gute Freundin von mir hier, Chiro, Shoutout, wir haben uns hingesetzt und haben versucht, wirklich ein Playthrough zu machen mit allen Totems. Und du kriegst dann halt wirklich die Background-Story über Kannibalismus und was da mit den Wendigos passiert ist und überhaupt. Den Text kannst du theoretisch ja skippen. Ja, nee, komm. Ich lasse ihn jetzt auch noch durchlaufen. Alles gut. Wir unterhalten uns ja gerade eh so nett, weißt du, da ist das jetzt nicht, ist es jetzt nicht dramatisch. Ich hätte mich jetzt sonst auch gemutet und mich ausgeblendet oder so, aber ich finde es wichtig, den, also auch wenn wir den gerade eben animiert schon gesehen haben. Da sind so viele Leute dabei. Ich will mir das auch selber jedes Mal nochmal so vergegenwärtigen, weißt du, wie viele Leute daran mitarbeiten, ist einfach krass. Nee, aber worauf ich hinaus will, Until Dawn einfach, ne, diese Totems sammelst und du dann halt wirklich so, ich glaube, das Video ist 2 Minuten. Oder so am Ende, wenn du alle findest. Wir haben bis jetzt nicht alle gefunden, nein. Wir sind vorher gestorben. Empfehlung. Falls ihr so ein Spiel spielt und ihr geht da ran mit einer Komplettlösung, um alle Totems zu sammeln, zum Beispiel, unterbricht diese Session nicht. Don't do it. Spielt es in einem Zug durch, gerade wenn es Quicktime-Events gibt, weil wenn ihr einmal raus seid und dann kommt Quicktime-Event und ihr seid mitten in der Story eigentlich, das Spiel ist nicht nett mit euch. Da haben wir sofort 2 Charaktere verloren.
Habe gestern 17 groß gemacht. Und dann hat es auch schon wieder gereicht. Problem ist, wenn man wirklich die 100% will, die ich normalerweise immer will, muss ich die 900 sammeln, seufzt. Ja, ich meine, der Vorteil ist ja wenigstens, dass du wahrscheinlich eine komplette Liste hast irgendwo, ne? Also ganz ehrlich, Krug sammeln? Ich würde daraus so ein Minigame machen, glaube ich, wenn ich wirklich, also ne, wenn ich das wirklich machen würde, sagen wir jetzt mal, wir hätten Zelda durch und ich will wirklich 99 Krug sammeln oder 900 Krug sammeln. Ja, ist ein Unterschied. Ich glaube, ich würde hingehen und würde überall in der Bahn oder so, weißt du, wo man sonst dann ans Handy geht, einfach ein Krugrätsel machen. Und würde dann ganz stumpf, das sind wirklich die Sachen, wo ich sage, komm, nimm dir die Komplettlösung. Ganz stumpf. Shoutout an die Person, die nicht suchen musste, die einfach alle gefunden hat. Boah. Auch wenn es da wahrscheinlich nicht die eine Person gibt. Ich meine, jeder guckt ja bei jedem so ein bisschen ab, ne? Aber holla. Aber wirklich. Nee, aber ich bin sehr happy mit dem Spiel, um das nochmal abzuschließen. Ich hatte auch selber überlegt, also, was heißt selber überlegt? Aloy zu cosplayen ist schon possible. Ich finde es schon cool. Also, das wäre jetzt nicht das letzte Cosplay, auf das ich Bock hätte. By the way. Gibt es an sich schon, aber ich habe so einen Tick, dass ich künstliche Game-Verlängerungen wie die Krogs nicht mag. Ja, okay. Das ist natürlich schwierig. Wenn du einerseits den Tick hast, du willst 100% schaffen, andererseits aber nicht magst, wenn es künstlich in die Länge gezogen wird, schwierig. Da kommst du meistens nicht drumherum. Du musst dich für eine der beiden Sachen entscheiden. Was ist schlimmer so? Ich will dich jetzt auch nicht... Ich will dich nicht discouragen, aber ich glaube, das habe ich im letzten Mal schon erzählt, dass ein Kumpel von mir dann einfach so meinte, ja, ich habe zweimal auf 100% durchgespielt, Zelda Breath of the Wild. Ich weiß nicht, ob er alle Krugs gesammelt hat. Zugegeben. Aber ihm war langweilig. Und ich glaube, Leander und ich hatten letztens auch so einen TikTok gehabt, einfach so, you have this person in the game und du hast so drei Charaktere, die sich unterhalten, darüber, wie sie das Spiel halt komplettiert haben oder zu welchem Grad. Und einer war so, nee, ich habe nur erstmal die ganze Karte aufgedeckt und ein anderer so, ja, okay, gut, ich bin von Quest zu Quest einfach ganz stumpf gegangen. Und der dritte so, ich habe alles. Und dann so, und jetzt? Ja, jetzt mache ich Speedrun. Was ist dein schnellster Speedrun? Eine Stunde 20, sagt er dann irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Und dann so, sobald du das Parachute hattest, 20 Minuten. Du bist so, ciao. Krogs sind die Hölle, ja. Darum ist Horizon besser. Man hat da halt viel mehr vom Sammeln. Ja, ja. Und es tut mir auch leid für Link, aber ein Charakter, der nicht spricht, mit dem kannst du auch nur so viel bonden. Meine Theorie ist, damit ein Charakter, also damit du mit einem Charakter bondest, der nicht spricht, muss sein cutes Level hier oben sein. Also ganz, ganz over the roof. Beispiel, Silence heißt das Spiel. Heißt es im Deutschen anders? Also, auf jeden Fall Daedalic. Und du hast eine Raupe, Spot. Und dieser Charakter, da hatte ich euch letztens schon von erzählt, weil die Person, die den gesprochen hat, die Sounds von dem gemacht hat, die hat schon bei Harveys neue Augen Lilly gesprochen und durfte da auch schon kaum Töne von sich geben. Obwohl das der Hauptcharakter ist. Aber du hast dann auf jeden Fall diesen Spot. Und der ist super niedlich. Der ist halt mega niedlich. Das heißt, du bondest mit dem, weil der cute ist. So. Aber bei Link... Bei Aloy hast du wenigstens so das Gefühl, die hat keinen Bock. Jetzt auch hier die letzte Ecke, ne? Mit Elizabeth Sobeck so. Die hat die Tanne abgefackelt, aber hat nicht eingesehen, dass es ihre Schuld ist und kein schlechtes Gewissen gehabt. Passt sehr gut zu uns. Ich glaube, ich werde alle Krugs machen, die mir unterkommen in Zelda. Einfach so. Und mir zur Not halt markieren, wenn ich nicht genug Pfeile für irgendein Rätsel habe oder so. Ich hoffe auch nicht, dass alle Krug-Rätsel darauf ausgelegt sind, dass du Pfeile dafür verschwenden musst. Das wäre nämlich sehr mies.
Habe ja ursprünglich Bay of the Way gekauft, weil ich dachte, ah ja, das Spiel klingt gut. Bestimmt modernes Potenzial oder Open World genutzt. Aber naja, sei es drum. Ich leide nun trotzdem mit dir. Das ist so lieb. Dankeschön. Das ist wirklich, doch, das ist wirklich sehr lieb. Vor allem, also, Open World ist halt nicht gleich Open World. Also wir haben Open World Closed Doors, das hat Horizon zum Glück kaum. Du hast Open World und viel freie Fläche, auf der nichts passiert. Das hat Horizon aus dem Grund nicht so viel, weil du immer irgendwo Maschinen hast und immer irgendwo hinpflanzt. Aber egal, wo wir hingekommen sind in Horizon, jede Ecke, wo auch nur ein kleines Dorf war oder so, oder das Anwesen oder hier der Steinbruch, die Story, die damit verbunden war, jedes davon war dann wirklich ausgearbeitet und hat wirklich mir was gegeben. Dafür gab es nicht zu viele Müllecken, sag ich jetzt mal. Ne? Und das war cool, das hat gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Schlechtes Beispiel, also Gegenbeispiel dafür, sind die meisten Assassin's Creed-Teile leider. Also gerade Valhalla, ich habe es nicht selber gespielt, aber ich habe bei Gronkh das gesamte Let's Play geguckt. Und da kriegst du halt als Spieler auch einen guten View dafür. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das nicht spielen würde, glaube ich, komplett. Ich habe halt bei Leander auf dem Spielstand, bin ich dann hingegangen, habe noch so ein paar Sachen gesammelt, hier für Mjölnir und hier für die ganzen Tor-Ausrüstungsteile und für Excalibur, das man im Spiel noch kriegen kann. Weil solche kleinen Gimmicks, ne, das ist dann so für dich so ein 10-15-Minuten-Game. Da machst du nicht viel, da bist du einfach dabei, ne? Aber da ist halt wirklich viel Open World mit nichts. Und dann hast du natürlich, wie gesagt, Open World Closed Doors. Das hatten wir jetzt nicht so viel. Bestes Beispiel für richtig gute Open World? Witcher The Wild Hunt. Nee, The Witcher Wild Hunt, so rum. Das hat wirklich die Parameter für Open World neu gesetzt. Aber wie viel Arbeit das ist, das dann in modernes Setting zu holen, hat man bei Cyberpunk 2077 gesehen. Das ist schwierig, der Anspruch ans Spiel, ne? Eine Sache wird halt immer runterfallen. Du kannst halt, ne, Story, Sammelobjekte, Open-World-Grafik, du kannst das alles so auf dieselbe Stelle stellen, aber irgendwas muss grabben. Irgendwas muss die Leute zu deinem Spiel ziehen. Origins, Odyssey, Valhalla, alles gespielt, fand das gesamte Reihe. Fan der gesamten Reihe, genau genommen, das meinst du? Ja. Nein, ich sag nicht, dass Valhalla und so nicht geil ist. Ich fand die Story bei Valhalla richtig gut. Ich bin kein Assassin's Creed-Follower. Das ist das erste Spiel, das ich komplett verfolgt habe, wo ich die ganze Story auch kenne. Und ich fand das geil. Ich fand das cool. Aber das reizt mich persönlich nicht. Es ist mir zu gleichförmig. Und jetzt könntest du um die Ecke kommen und sagen, aber Pokémon ist doch auch gleichförmig. Ja, aber fühlt sich nicht ganz so schlimm an. Origins war schlimm, Odyssey war grandios und Valhalla war ganz nice. Ja, du hast dir doch den Erweiterungspass geholt für Leander. Für was hast du das letzte Mal den Pass geholt? Für irgendwas hast du dich in der Erweiterung gedöns geholt. Weiß nicht mehr, was es war. Ein Assassin's Creed Spiel war es. Da sind wir eher, ne, wenn wir uns unterhalten über das Odyssey, genau. Pokémon ist letztendlich ein schwieriges Thema. Sehr richtig, aber sie gehen in eine bessere Richtung. Die Richtung wird besser. Am besten war Syndicate. Okay, wie gesagt, da bin ich raus. Müsst ihr unter euch ausmachen. Ich höre halt immer nur so, ne, wenn man das selber nicht gespielt hat, hört man halt immer nur, ob Spiele gut sind und gefeiert werden in der Community oder halt nicht. Da hast du dann zum Beispiel Black Flag. Wird richtig gefeiert von allen Leuten eigentlich, ne? Ja, aber für uns ist eher das Ding, wenn wir drüber reden, Ubisoft. Hi Ubisoft, hi. Wir spielen Rainbow. Rainbow ist okay. Rainbow hat seine Ups und Downs, aber du merkst, finde ich, die bemühen sich. Da geht zwar viel kaputt. Übrigens, ich glaube, da geht... Ist das heute schon? Das ist heute, ne? Ich weiß nicht, ob die 18 Stunden, die mir gestern Abend, als ich eine Runde gezockt habe mit Tim, ob die schon durch sind, ob es jetzt quasi fertig ist im Sinne von, da ist jetzt gerade schon Release Day von der neuen Season.
Ich glaube tatsächlich, das ist morgen. Der Battle Pass ist jetzt gerade abgelaufen und, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, Ubisoft ist halt... Sorry, aber die sind so geldgeil. Das ist schlimm. Also, ich habe mich mit Leander über Just Dance unterhalten. Ich habe eine Obsession mit Just Dance. Ich habe alle Teile, glaube ich, gekauft, die es für die Switch gibt. Das ist 17 bis heute. Also, wenn jetzt schon neuer für 23 raus ist, dann habe ich den, glaube ich, noch nicht. Aber, ne, sei es drum. Und, holy. Ich habe halt immer die Spiele gekauft, um halt kein Abo abschließen zu müssen. Weil mit den Abos, die man abschließen kann in Just Dance, kann man auf alle Songs zugreifen, die es mal gab. Fast alle in der Regel. Ich habe jetzt festgestellt, man kann ein 24-Stunden-Abo machen für so Partys. Das ist mitgedacht bei Ubisoft. Ne? Aber dann hier Ubisoft Connect ist absoluter Käse. Ne, du merkst halt überall, wie versucht wird, Geld rauszuziehen. Das ist zum Glück bei Pokémon noch nicht so, außer du guckst dir Niantic an. Das ist dann schon eher, ne? Ich bin weit gefächert. Bin ich schon sehr stolz drauf. So. Also Sonne und Mond, Schwert und Schild schwierig für mich. Arceus hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, obwohl es nicht Hauptreihe ist. Auch jetzt Purpur Karmesin habe ich seit langem wieder mehr Zeit reingesteckt. Das ist bei mir so. Sonne, Mond habe ich komplett geskippt. Ich habe mir die Spiele schenken lassen. Ich habe die angefangen. Und habe dann festgestellt, sehr zu meinem Leidwesen, aber ich habe festgestellt, dass sie mich verlieren. Weil du am Anfang, du hast so ellenlange Cutscenes, die auch nicht schneller dadurch werden, dass du die Gesprächsspur erhöhst. Und dann hast du die andere Ecke damit, die halt auf, wie sagt man? Die durch, also du musst halt bei Sonne und Mond und auch bei Ultrasonne und Mond durch diese Schule die ganze Zeit gehen. Und es hat mich einfach verloren. Ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Deswegen, ich habe bei Schwarz und Weiß, bin ich richtig reingestiegen wieder in Pokémon. Ich kenne alle Pokémon aus der Reihe. Ich habe den Anime geguckt, weiß ich, war richtig drin. Sonne und Mond ist ein Loch in meiner Pokémon-Odyssee. Ich habe nicht den Anime geguckt, ich habe eine Zusammenfassung davon angeschaut, so ein Zusammenfassungsvideo. Ich finde es ein bisschen schade, dass das dann ausgerechnet schlussendlich die Serie war, in der Ash tatsächlich eine Charakterentwicklung durchmacht. Ich gucke jetzt gerade Journeys, also die letzte Serie, bevor jetzt die neuen Charaktere eingeführt werden, in der neuen Serie und wir dann nicht mehr Ash haben. Aber was die Spiele angeht, dann kam X und Y, nee, X und Y war davor. Genau, dann kam Schwert, Schild. Da hatte ich hohe Hoffnungen, weil Let's Go, Evoli und Pikachu hatten mich mega gehypt. Wie gesagt, ich bin Pokémon Gelb OG. Und ja. Ultrasonne habe ich nach Sonne komplett geskippt. Ja, aber das haben viele. Das finde ich schade. Hätte ich das vorher gewusst, I don't know. Das ist nicht so wichtig. Ich muss mal rausfinden, wer meinen 3DS überhaupt gerade ausgeliehen hat. Der ist noch somewhere in space, aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. Wie dem auch sei. Schild und Schwert. Also ich bin LAS-Kind. Aber wenn mir auffällt, dass bei der Übersetzung Fehler gemacht wurden, Rechtschreibfehler, wenn es mir auffällt, würde ich mir Sorgen machen. Würde ich mir wirklich Sorgen machen. Aber sonst hatte ich bei Schwert und Schild auch Spaß. Wie gesagt, aber da war so viel angekündigt, das war eigentlich richtiger Hit. Vor allem das mit dem, du kannst höherlevelige Pokémon nicht mehr fangen. Ne, ab einem gewissen Level konnte ich es ja nicht fangen. Das hat bei mir dafür geführt, dass ich alle Orden durchgerusht bin und mir erst dann das Team zusammengestellt habe, auf das ich wirklich Bock hatte. Das ich wirklich machen wollte. Das ging zumindest. Ich habe mein Schwarz- und Weiß-Team quasi 1:1 nachgestellt. Ja, und dann Arceus. Was soll ich sagen, habe mich verloren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es mir zu ähnlich an solchen Spielen wie Zelda ist, dass das halt nicht das ist, was ich mit Pokémon verbinde. Das ist nicht das, was ich spielen will bei Pokémon. Weißt du, wenn ich Pokémon spielen will, ist nicht das das Konzept für mich. Das heißt, Arceus bin ich
ich glaube, ich bin 10-15% im Game gewesen. Ich wollte es halt direkt nach Schwert und Schild durchziehen. Ich habe, glaube ich, ein Jahr oder so gebraucht, dann habe ich es angefangen. Ich habe es angefangen vor Karmesin und Purpur. Ich glaube, 2 Monate, bevor das rauskommen sollte. Und ich habe es einfach, es hat mich nicht gejuckt. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber jede Story von Pokémon hat mich bis jetzt mehr mitgenommen als diese Story. Das war wirklich... Und ich kann, wie gesagt, das ist meine einzige Vermutung, dass es daran liegt, dass es mir halt nicht wie Pokémon ist. Ne? Es ist auch sehr, sehr unaussagekräftig, aber ne? Wenn wir jetzt sagen, das ist nicht der Grund... weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was anderes kann ich gerade nicht anbieten. Und dann haben wir... Genau, Purpur und Karmesin. Das, glaube ich, hat man mitbekommen. Das haben wir im Stream gespielt. Da hatte ich Bock. Ähnlich wie bei Hogwarts Legacies. Ein Spiel, auf dem ich so etwa weiß, was mich erwartet. Aber es sind genug neue Features, werden mir versprochen. Und die wurden auch gut genug erfüllt. Ne, dass da was durchgekommen ist. Doch, doch. Es war auch nicht zu hart. Ne, wie gesagt, Overleveling ist für mich jetzt leider ein leidiges Thema. Für mich persönlich. Seit 3-4 Spielen. Also das ist auch eine Sache, seit EP-Teile auf jedes Pokémon angewendet wurde. Ich bin noch aus der Zeit, wo du wirklich grinden musstest, um Pokémon zu leveln. Du konntest nur einem anderen Pokémon den EP-Teiler geben und das war es. Ich bin noch aus der Zeit. Das heißt, wenn das jetzt so einfach für mich ist, ist es wirklich so krass. Fun Fact zur AC-Reihe übrigens. Fun Fact dazu zur Abkürzung AC für Assassin's Creed. Bitte hasst mich nicht. Ich habe irgendwann mal in einem Chat, in einem Discord-Server AC als Animal Crossing abgekürzt, also dafür benutzt. Und irgendjemand hat das einfach falsch gegettet und war so, wie du spielst Valhalla. Und ich war so, nee, ich spiele Animal Crossing. hier, Fun Fact zu der Reihe. Den ersten Teil habe ich erst nicht zu Ende gespielt. Fand ihn scheiße. Nach 2 weiteren Anläufen und dem richtigen Begreifen der Story und wie alles verwebt ist, habe ich mich verliebt. Das glaube ich dir sehr. Das ist dann auch so eine Stelle, die mich anfixt, wenn ich von außen auf einen Gameplay drauf gucke oder auf ein Spiel drauf gucke. Ich sehe es und ich bin so, what? Das ist krass. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel, lol. Da ist in Valhalla, gibt es ja diese Quest, wo man auf diese andere Insel gehen muss und so. Und dann kriegt man so irgendeinen Stein, irgendein Relikt oder das wird auch eingeblendet und so. Und das haben Leute aus der Community benutzt, um Texte aus den Anfangsspielen noch zu deciphern. Okay, ich muss ganz kurz leise sein. Haben wir unseren Stab dagelassen? Warum? Oh no. Soll man das sagen, es hat nichts gebracht, was wir getan haben? Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du? Tja, fangen wir an. Silas ist wirklich so ein abgefuckter Wissenschaftler, der einfach so über alles wissen will. Ne? Das ist, glaube ich, das Ding.
Ich glaube nicht, dass er böse ist. Ich glaube, der weiß nur einfach nicht, wann Schluss ist. Der will einfach so viel Wissen haben, dass ihm die Konsequenzen dafür eigentlich egal sind. Das ist so das, was ihn gefährlich macht. Nee, aber das habe ich dann halt gesehen bei Assassin's Creed mit diesem Deciphern und dann war ich so, boah. Weißt du, das ist dann so, du siehst, wie eine Gruppe irgendwas macht und du bist so, ich will Teil bei dieser Gruppe sein. Origins, Odyssey, nee, warte mal. Ich bin Pokémon Blaukind. Okay, ich bin Pokémon Gelbkind. Obwohl mein Bruder mich fast erschlagen hätte, nachdem ich auf Gelb seinem Pikachu beinahe, ich habe ihm Donnerblitz verlernen lassen. Herzlichen Glückwunsch, du hast Hades besiegt und Gaias Traum einen wiedererborenen Erde bewahrt. Die Welt wurde in ihrem Zustand zu Beginn von der drohende Schatten zurückgestellt, vor dem finalen Kampf um Meridian. Du behältst die gesamte Beute und Erfahrung aus deinem erfolgreichen Spieldurchgang. Zusätzlich wurde neues Spiel Plus freigeschaltet, sodass du das Spiel noch einmal mit der gesamten Beute und den Fertigkeiten aus dem Spieldurchgang beginnen kannst. Ein neues Spiel Plus Speicherung deines aktuellen Inventars und deiner Fertigkeiten wurde erstellt. Wähle die Neues Spiel Plus Option im Hauptmenü, um in diesem Modus zu spielen. Du kannst neue Speicherungen auch während des Spiels im Pausenmenü nun anlegen. Danke, dass du das Spiel gespielt hast. Das Horizon Team, aber gar kein Ding. Gerne. Guten Tag. Wir sind back. Na, jetzt kann ich auch Spiel speichern und laden. Schön. Ich hätte echt gedacht, dass wir an diesem Punkt der Story dann doch durch sind und keine Fertigkeitenpunkte und nichts mehr haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es würden jetzt noch, also für jede Fertigkeit, die uns noch fehlt, brauchen wir 3. Also 3, 6, 9, 12, 15, 18. Wir müssten noch 18 Level aufsteigen. Also auf Level 60. Was jetzt auch nicht mehr irgendwie Sinn macht, weil wir haben den Endkampf hingekriegt. Gib dich zum Sonnenpalast. Okay. Aber warum wurden wir jetzt außerhalb hierher gespawnt? Warum ausgerechnet hier? Ah, wir haben noch einen Fertigkeitenpunkt. Nee, das ist der da schon steht. Ja, wir haben es durchgespielt, ne? So, ich habe trotzdem Pokémon Gelb bekommen. Das war mein erstes. Deswegen liebe ich auch, ne, wie gesagt, Let's Go, Evoli und Pikachu, weil ich einfach, das ist einfach dasselbe Spiel. Ich möchte manuell speichern. Nee, das will ich behalten. Das ist vor dem. Machen wir hier drauf. Ja. Origins, Odyssey und Valhalla hatten etliche Querverweise zu den Vorteilen. Das ist das, was ich meine. Das ist alles so genial verwebt. Ja, wenn es verwebt ist, das ist dann halt auch cool. Das ist, was dich in ein Universum reinzieht und was dich da hält. Wenn du es übertreibst, dann bist du Marvel. aber wenn du es gut machst, dann bleiben die Leute dir halt auch treu, egal wie repetitiv es ist. Ich freue mich ja auch, dass wir jetzt in Mirage, das ist ja das neue Assassin's Creed, was wir bekommen, ist eventuell auch ein Spiel, was ich dann auch spielen würde im Stream, wo wir Basim spielen, der in Valhalla aufgetaucht ist, also quasi seine Vorgeschichte. Und worauf ich mich richtig freue, weil es in Deutschland angesiedelt werden soll wohl, während der Hexenprozesse, wenn ich es richtig verstanden habe, Hexe. Und das Geile ist, Assassin's Creed Hexe soll auch diesen Namen beibehalten. Also es soll nicht Witch heißen, sondern es kriegt diesen Namen. Um halt, ne, darauf zu verweisen, dass es in Germany spielt. Da hattest du deine Ankündigung zu Teil 2. Ja. True that. Pokémon Gelb habe ich dann auch bekommen. Sehr cool. Ich kenne jemanden, der hat einfach alle Spiele gesammelt. Also alle, auch die, die nur in Japan rausgekommen sind. Einfach krass. Aber ich habe mit Blau begonnen. Da gab es ja Gelb noch nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das kam ja erst später. Weil du vor dem Endkampf weitermachst. Ja. Das Mentoring von Basim ist auch in Valhalla gewesen. Das stimmt. Da war ein bisschen was dabei. Aber da, ja, weiß nicht. Sehen wir dann. Ach, Leute. Schön. Schön, schön.
Wir haben ordentlich Dinge getan, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir sind auch, also wir haben auch nichts anderes mehr offen. Also, nee, das stimmt nicht ganz, ich muss mich korrigieren. Wir haben natürlich hier hinten offen. Da können wir jetzt auch mal hinspawnen. Weil Frozen Wilds ist ja jetzt das nächste. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Wir hören jetzt nicht auf, Horizon zu spielen. Wir machen Frozen Wilds. Und dann können wir wahrscheinlich auch noch den Rest aufleveln. Und dann kommt Forbidden West und Burning Shores. Ja. Das wird geil. Halt Bock drauf. Bin auch froh. Sorry. Bin auch froh, dass jetzt bei Jüngster Jüngling oben, dass da auch der Name von Koraka jetzt mal steht. Also, dass da jetzt ein Name steht. Weil ich war die ganze Zeit so, irgendwie fehlt hier was. So. Was hast du denn im Schnitt verloren, Fremde? Hier gibt es nichts für dich. Doch, wenn ich sage, dass es hier was für mich gibt, gibt es hier was. Das gibt's gar nicht. Sorry. Wir werden uns jetzt diesen Quests annehmen. Vielleicht erstmal der. Lass mal sehen. Du bist ein Händler, ne? Was hast du Feines? Banuk-Bogen? Ist der besser als unserer? Nee, ne? Ein bisschen schon. Die sind alle schon ein bisschen besser. Aber da wir dafür eh keinen Blauglanz hatten, hat es auch Sinn gemacht, dass wir uns die nicht vorher geholt haben. Ich guck gerade. Sieht aber gut aus, wa? Und ich weiß, es kommen noch Waffen dazu, ein paar. Habe ich auch schon gesehen. Ich werde jetzt hier aber nicht reinstarten, Leute. Damit fangen wir beim nächsten Mal an. Falls ihr euch jetzt vorbereiten wollt, ich speichere hier nochmal, falls ihr euch nochmal vorbereiten wollt auf das, ach, das wurde jetzt nach oben geschoben. Ey, Spiel, du kannst nicht einfach meine Anordnung der Speicherstände verändern. Das ist nicht okay. Falls ihr euch darauf vorbereiten wollt, hallo YouTube, falls ihr Bock habt zu wissen, was hier abgeht und ihr wollt zum Beispiel nur Frozen Wilds jetzt sehen, sucht mal einen der zweiten, dritten, vierten Streams. Eine Folge auf jeden Fall. Es steht auch in der Folgenbeschreibung etwa immer, was wir machen. In denen wir uns hier hochgekämpft haben. Es war am Anfang wirklich noch ein Kampf. Und in denen wir auch die ersten zwei, drei Cutscenes uns hier gegönnt haben. Als wir hochgegangen sind, wussten wir noch gar nichts von, wo wir herkommen und wo wir hingehen und so und wer wir sind. Ich glaube, man hätte hier auch vor dem Endkampf schon theoretisch reingehen können. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es so gemacht haben. Habe ich richtig gehört? Du nutzt Discord? Ja, ich habe Discord, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitch, Snapchat. Was habe ich noch? Reddit! Ich habe sogar Reddit, Leute! Ich habe mir Reddit gemacht. Schön, oder? Ich wollte mich mit anderen iPhone-Usern darüber austauschen, wie furchtbar das Handy sein kann. Ich heiße überall, wo ich kann, genauso wie hier. Also ihr könnt mich gerne überall mal suchen und mal gucken, ob ich da einen Account habe und dann mal adden. Das ist der Vorteil, wenn man so einen Namen gewählt hat wie ich, den nimmt einfach keiner. Also nur Sakura wäre, glaube ich, überall vergeben. Sakura Mokrale ist ein Name, der nirgendwo anders in der Regel kommt. Wenn sich das in Zukunft ändern sollte, macht euch keine Gedanken. Ich kann euch gerne beantworten, welcher der richtige Kanal ist. Noch ist es ja alles überschaubar. Ich würde dann aber eigentlich sagen, Leute, wir sind durch für heute. Ich habe ja gesagt, wir machen nur 2 Stunden, weil ich muss jetzt noch arbeiten und mein Arbeitgeber wird mich sonst köpfen, wenn wir hier weiter streamen. Das wäre ein bisschen blöd. Dann kann ich nicht weiter streamen. Nicht mal heute, nicht mal irgendwann. Ich freue mich sehr, Leute, dass ihr mit von der Partie wart. Dass ihr euch gegönnt habt, dass ihr mir gegönnt habt, also, ne, mit eurem Beisein.
Auch danke fürs Zuschauen auf YouTube, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr gucken wollt, was ich so regelmäßig am Tag mache, nein, bei Instagram werdet ihr es nicht sehen, aber bei Snapchat. Ich habe mein öffentliches Profil gemacht. Da könnt ihr sehen, was ich so mache. Und Erinnerungen an Streams bekommt ihr auf Instagram, auf Twitter und auf Snapchat. Also ich poste das immer so eine halbe Stunde vorher nochmal in der Story. Das heißt, da seht ihr das dann auch. Wie man Mitteilungen einstellt in Apps, glaube ich, wisst ihr alles selber. Da seid ihr mächtig. Bleibt mir nur noch zu sagen, passt bitte auf euch auf. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und ja, habt eine wunderschöne Zeit, eine wundervolle Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.